Einen wunderschönen guten Morgen, ihr kleinen Sonntagsbrötchen. Guten Morgen. Das ist jetzt der 8. Versuch, dieses Video in irgendeiner Form zu beginnen. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich bin schon gestresst. Das hat aber sehr viele Gründe. Ein Grund sitzt links neben mir. Das ist rechts. Also ich meine dich. Ich weiß. Ja, hallo. Wir reden heute über einen Shitstorm, den Maxim bekommen hat. Ja, du hast heute auch einen kleinen bekommen. Ja, das stimmt. Freunde, wie geht es euch? Happy Sonntag. Wir haben heute einige Sachen vor mit euch, die wir mit euch gemeinsam besprechen wollen. Macht's euch gemütlich, holt euch eine Tasse Tee, macht euch Kekse. Kekse auf dem Sofa. Ja. Das ist schön. Und dann erzählen wir so ein bisschen, wie unser heutiger Tag, unser gestriger Tag war. Und ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, wie euer Tag war. Falls ihr hier neu seid und Dennis' Kanal noch nicht abonniert habt, Freunde, warum noch nicht? Ich habe mir neulich nämlich seinen Analytics angeguckt und war ein bisschen schock, dass ihr kleinen Mäuse nicht auf den Abonnieren-Button drückt, obwohl ihr immer wieder zurückkommt. Das sehe ich nämlich. Und Danny auch. Ja, und Danny ist deswegen auch sehr traurig, weil Dannys Kanal läuft richtig beschissen, Freunde. Bleibt dran für mehr Ehrlichkeit auf diesem Kanal. Ha. Die Frage, die ich jetzt oft schon bekommen habe, ist, ob ich jetzt reich bin. Na, weil das Haus jetzt verkauft ist. Ja, Gott sei Dank. Ja. Das Haus jetzt verkauft. Also, ich sag mal so, 100.000 Euro habe ich nicht behalten. Tschüss. Die gingen an das Finanzamt wegen der Erbschaftssteuer, Freunde. Ja, aber wir wissen... Mehr möchte ich dazu erstmal nicht sagen, weil jeder Cent schmerzt. Ja. Für das Finanzamt. Ja. Das Finanzamt und ich, wir haben eine große Liebe. Falls jemand vom Finanzamt zuschaut, wir grüßen euch voller Liebe. Gruß geht raus. Vielen Dank. Ja, genau. Also gestern war die Übergabe vom Horrorhaus. Wir haben den Schlüssel abgegeben. Wir haben einen Sekt bekommen von unserer... Maklerin, nee, war ja ein Makler. Von Makler. Falls der Makler zuschaut, hat sehr viel Spaß gemacht gestern. Nein, bei 1000 Aufrufen guckt der Makler bestimmt dieses Video nicht. Ach, vielleicht guckt er ein Makler-Video. Ja, ich bin noch nicht fertig gewesen. Du hast so viel Wut in dir. Ja, ich habe richtig viel Wut in mir, aber ich versuche glücklich zu wirken. Ich bin gut drauf, Freunde. Wir haben alles. Gestern also, nicht. Das, gestern war ich auch sehr gut Als drauf. Du die Nachricht bekommen hast, nicht. Ach Gott, ja, da kommen wir, also. Da kommen wir noch. Das heißt, jetzt reden wir doch erstmal über den Verkauf des Hauses. Genau, ich wollte chronologisch mit dem gestrigen Tag beginnen. Das Haus ist endlich weg. Ja, ich werde jetzt nie wieder dahin fahren und lustige Geschichten aus dem Horrorhaus erzählen. Doch, einmal fahren wir noch hin. Ja, wenn es abgerissen wird. Da machen wir nochmal eine, wie sagt man? Eine Abschlusszeremonie. Ja, eine Abrissparty. Wenn Corona es zulässt. Aber das ist mir... Ich gehe da mit dem Schlagstock. Nein, du wirst dich an die Corona-Beschränkungen halten. Mache ich eh mit Maske in dem Haus. Ja, trotzdem. Aber wenn da ganz viele Bauarbeiter sind, dann dürfen wir nicht hinwinken. Ja, das stimmt. Ja, aber ist ja auch erstmal egal. Das Haus ist weg. Ja, das Haus ist weg. Es ist verkauft. Finanzamt ist bezahlt. Und jetzt sind wir alle glücklich und zufrieden, dass wir noch so ein wunderschönes Happy End haben. Und hat wenn wir lange gedauert. Und wenn wir vom Ende sprechen, ist das Wort Cancel nicht weit. Und deswegen reden wir jetzt mal über Maxim, wie er gestern gecancelt wurde. Oder wollen wir erstmal über mich sprechen? Warte, chronologisch. Gestern haben wir gedacht, komm, zur Feier des Tages. Wir haben so einen schönen Brot Champagner bekommen. Meine und haben dann gesagt, komm. Meine Nase juckt. Schneidest du das raus? Nee. Und dann dachte ich mir, na komm, dann... mache ich heute Abend mal ein leckeres Essen für uns. Und dann haben wir gegessen und ich habe schön Pasta mit Scampi und Büffelmozzarella und wunderbar. Und warte mal ganz kurz, ich muss meine Hand positionieren. Nö. Ja, du warst bei Scampi stehen geblieben. Und dann habe ich gekocht und habe dann das gezeigt. Im Hintergrund hat man halt gesehen, dass meine Nase hat gejuckt. Büffelmozzarella ja. zum Kochen verwendet wurde. Habe ich gezeigt. War natürlich wieder falsch, weil es gab dann Leute, die meinten, sie müssten mir Artikel über die Herstellung von Büffelmozzarella schicken. Und das, ich will das ganz klar einmal gesagt haben, es geht nicht darum, dass ich mich für oder gegen Ernährung, ich meine, wir haben veganes Kochbuch rausgebracht. Es ist ja nicht falsch oder es ist nicht richtig. Aber, und nach 3,5 Jahren Social Media, ich habe es immer noch nicht verstanden. Ich habe ja nicht danach gefragt, was ist die Meinung zu Büffelmozzarella. Also ich habe nicht mal den Büffelmozzarella thematisiert. Und Martin einfach nur gesehen. Er war einfach nur da und das wird thematisiert. Und es werden die Artikel geschickt von irgendwelchen dramatischen Stallbedingungen und was weiß ich. Es ist uns bewusst. Es ist mir bewusst und vor allem das Schlimme ist, es wird mir unterstellt,
dass ich darauf nicht achte. Ich glaube, das geht auch zu weit. Wir müssen, also worum es einfach geht, ist, dass wenn wir etwas tun, was anderen nicht gefällt, müssen wir uns halt nicht rechtfertigen. Und ich müssen wir nicht. Nicht nur nicht mal rechtfertigen. Nicht nur nicht rechtfertigen, sondern ich möchte damit nicht konfrontiert werden, was ich esse. Also das ist in Ordnung, dass man sagt, hey, schau mal, das ist, könnte dies oder das. Oder hey, ich hab was, vielleicht interessiert dich das, ich hab das gerade gesehen. Aber kommentarlos einen Artikel zu schicken, der noch nicht mal legit war. Das war was ein, ist er nicht? Kein wissenschaftlich korrekter Artikel. Das war einfach nur ein Artikel von einer Privatperson, die den geschrieben hat. Also um es auf den Punkt zu bringen, weil ich glaube, wenn es ums Thema Nahrung geht oder Fleisch, da gibt es ganz, ganz viele Ansichten, die alle bestimmt nicht falsch sind, aber es ist halt, ich merke es halt immer wieder, keine Ahnung, wenn irgendwas den Zuschauern nicht gefällt, kann man ja seine Meinung äußern, aber es ist halt immer die Art, wie man etwas schreibt. Und ich habe das Beispiel heute, ich war in der Autowaschanlage und ich habe mir erlaubt, eine Story zu meinem Autowaschen machen. Ich habe einfach nur geschrieben, Autowäsche. Und ich habe nach der ersten Stunde so viele Nachrichten bekommen, was ich denn für ein Wasserspender wäre und wie ich es mir einbinden könnte, in die Autowaschanlage fahren. Ein kleiner Teil hat einfach auch nur nachgefragt, wie es denn sein kann, dass ich auf dem Sonntag mein Auto waschen darf. Das ist aber, sagen wir mal, das kann man schon fragen, aber so diese direkt mit Vorwürfen konfrontiert zu werden, wenn man etwas tut, was anderen nicht gefällt, das ist wirklich nervig. Und nur weil ich Fleischesser bin und in die Autowaschanlage fahre, bin ich ja kein schlechter Mensch. Nee, so, und das ist mir ganz wichtig, dass wir das einfach mal ganz kurz sagen, weil wir haben es auch letztens bei Ellie in der Story gesehen. Ellie hat eine schwarze Katze vor ihrem Auto sitzen gesehen und hat einfach eine Story gemacht, soll ich jetzt ins Auto einsteigen oder soll ich lieber nicht fahren? Und hat damit einigen Zuschauern suggeriert, dass eventuell eine schwarze Katze ihr Unglück bringen könnte. Und daraufhin hat sie auch schon wieder so eine Wut an Nachrichten bekommen, wie also das ist so anstrengend und... Ja. Was mir da einfällt, und ich habe da auch mit Ellie und mit anderen Leuten schon drüber gesprochen, es wird ja immer von uns verlangt, dass wir authentisch sind. Und das ist mir und uns, ich rede jetzt nur von uns, uns ist das ja auch wichtig, dass ihr einfach Teil unseres Lebens seid, wir euch bei allem mitnehmen, ob du in die Waschanlage fährst, ob ich was zu essen mache und im Hintergrund ein Glas Wein oder ein Büffelmozzarella. Stimmt, du hast ja auch Ärger bekommen, weil ein Glas Wein zu sehen war. Du trinkst, du tötest Büffel. So, warte. Und ich verschwende das gesamte Wasser der Welt. Es soll ja immer authentisch sein. Und dann ist man authentisch und dann wird man halt mit... Naja. Also, wenn man sagt, hey, du, ich habe eine Frage, dies, das, jenes, das ist gar kein Problem. Dann habe ich für alles Verständnis. Aber dieses Ungefragte, ich gebe dir jetzt etwas, was du A, nicht hören willst, was du B, nicht lesen willst, und wonach du auch nicht gefragt hast, aber ich muss es dir jetzt mitteilen, warum? Ja, ich finde das. Das schränkt ja uns dann so ein bisschen ein in den, was zeigen wir dann wirklich noch? Weil, wenn ich bei jedem Ding, was ich tue, überlegen muss, liegt da jetzt, weiß ich nicht, ein Feuerzeug, ein Bleistift oder die Möbel auf der Terrasse, die aus Holz gemacht sind und nicht aus Bambus. Ich stelle mir halt immer so die Frage, ich bekomme ja ab und zu ja auch Meinungen zu meinen Büchern. So Rezensionen finde ich immer sehr schön und freue ich mich auch drüber, aber es gibt halt auch Zuschauer oder Menschen aus der Community, die schreiben mir halt dann direkt eine Nachricht, das finde ich aber blöd, zum Beispiel das Community-Buch. Und ich denke mir halt immer, wenn jetzt, das ist mein Lieblingsbeispiel, das kennst du ja, wenn Puma einen neuen Schuh rausbringt, so ja, und du bist so in der Online-Seite, du siehst diesen Schuh, ein Schuh von vielen Schuhen, und denkst dir so, oh nee, der sieht aber kacke aus, der ist gelb. Dann schreibt doch keiner dem Geschäftsführer von Puma, was habt ihr denn für einen hässigen Schuh rausgebracht? Diese Distanz zwischen Social Media und jemand, der ein Produkt veröffentlicht, das ist ja bei Hatti auch gewesen mit ihren Paletten, das ist ja letztlich nur mein Buch, ne? Auch da wurde ja auf Hatti eingeprügelt, weil, was war das Problem? Sie waren zu teuer oder? Keine Ahnung. Ihr müsst immer, das ist ganz, ganz wichtig, die andere Seite der Medaille sehen. Ihr, wenn einem etwas nicht gefällt, schreibt eine Nachricht. Aber ihr müsst ja immer davon ausgehen, dass wir, wenn etwas jemand nicht gefällt, mehrere Nachrichten bekommen. Und wenn wir denn nach der, keine Ahnung, nach der 20. Nachricht dasselbe lesen, oh mein Gott, wie kannst du dein Auto waschen? Was bist du für eine Wasserverschwenderin? Dann ist man da so ein bisschen angenervt und denkt sich halt dann irgendwann, darauf antworte ich jetzt gar nicht. Und wenn man dann noch eine Nachricht kriegt und dann kriegt man nicht mal meine Antwort von dir, dann weiß ich, also ich denke mal, ihr versteht den Konflikt, den jeder Mensch, der Social Media betreibt,
hat. Und ich weiß, es gibt den einen oder anderen Zuschauer, der juckt so ein bisschen gerade der Finger zu schreiben, naja, aber ihr seid doch selber schuld, wenn ihr... Ihr habt euch das ausgesucht, genau. Wir haben uns das ausgesucht, über Social Media euch Unterhaltung zu bieten. Hm. Unterhaltung bedeutet für mich, ihr könnt mal lachen, wir können gemeinsam mal ein bisschen Blödsinn machen, das ist Unterhaltung. Aber ihr unterhaltet uns nicht damit, indem ihr uns einen Spiegel vors Gesicht haltet und sagt, wie doof es ist, wenn ihr ein Glas Wein trinkt. Und das halt in 30-facher Ausführung oder in 50-facher Ausführung, was ja auch wieder nur einen kleinen Teil der Community ja, betrifft. Das muss man ja immer wiederholen. Aber die sind halt immer so laut. Das ist alles schon wieder so negativ. Aber das ist... Negativ, mich hat's genervt. Aber das ist so, so wichtig, dass wir uns da aussprechen. Wir sind in einer super Position. Mit allem, was wir machen, haben wir immer Leute, die das toll finden. Das ist die Position, die uns glücklich macht. Aber, und das ist das Problem... Es gibt diese Linie zwischen ich äußere Kritik und ich kotze mich aus. Ja. Die ist halt nicht mehr existent. Ich bin so dankbar für Kommentare unter meinen Videos, wo ich sage, hey, mir hat der Ton heute nicht gefallen. Oder hey, irgendwie warst du so ein bisschen aufgedreht. Guck mal, dass du dann nächstes Mal ein bisschen was anderes, dich vielleicht ein bisschen ruhiger oder in einer entspannteren Situation filmen kannst. Mega, mega dankbar. Unter jedem Video, unter jedem Post, auch in jeder Nachricht, konstruktive Kritik. Nur so kann sich ja was ändern und so kann ich ja auch weiter wachsen. Oder du oder jeder andere. Ich wachse nicht mehr in meinem Kanal. Der Kanal bricht so ein. Und aber mit Nachrichten wie, was bist du denn für ein egoistisches Dingsbums, dass du dies oder das oder jenes machst, das bringt mir nichts außer schlechte Laune und derjenigen oder demjenigen halt auch nichts. Ich glaube, dass es keinen Zuschauer gibt, der komplett frei von Schuld ist. Egal, was er tut, ob es jetzt, keine Ahnung, ob es Alkohol ist, den man trinkt, ob es Raucher sind. Also den perfekten Menschen, der durchs Leben geht, der darf kommentieren. Ja, da bin ich mal gespannt, weil ich merke das immer so oft. So, es gibt so Menschen, die sagen, wie kannst du Auto fahren, du verpestest denn doch die Umwelt und das geht doch gar nicht. Aber selbst, keine Ahnung, den ganzen Tag nur am Qualm ist, so als blödes Beispiel vielleicht, aber der fliegt dann mit dem Flugzeug, keine Ahnung, 28 Mal im Jahr nach Dubai, ja, aber meckert über die Autofahrer, hat zwar selbst kein Auto, fliegt aber 28 Mal nach Dubai. Es gibt so viele Kehrseiten und das ist halt so einfach das Anstrengende, was in den letzten Wochen, leider vielleicht auch Monaten etwas verhäuft vorgekommen ist. Ich bin mir ganz, ganz sicher, das liegt an der eigenen Unzufriedenheit. Wir sind alle aktuell unzufrieden. Wir sind alle unzufrieden, weil uns alle, und ich kann es ja einfach mal so aussprechen, was viele denken, diese ganze Lockdown-Corona-Sache uns mega auf den Piss geht. Nicht etwa nur, weil wir sagen, es gibt es alles nicht, nee, nee, sondern es geht uns auf die Nerven, weil wir halt einfach uns so einschränken. Anderthalb Jahre schränken wir uns jetzt alle ein. Verrückt, anderthalb Jahre, ne? Und das macht halt eine gewisse Unzufriedenheit aus. Ich glaube, es gibt die wenigsten Leute, die aktuell zufrieden sind, wie es ist. Aber erfreut euch doch, dass wir, und das ist ganz, ganz wichtig, euch trotzdem bemühen und versuchen, mit Content zu unterhalten, den Content immer zuverlässig, regelmäßig hochladen. Es gibt so viele YouTuber, die das überhaupt gar nicht hinkriegen. Da heißt es dann, ach, heute kommt heute doch mal kein Video und morgen kommt dann das Video. Aber wir halten uns, also ich halte mich seit 2 Jahren strikt daran, 3 Videos in der Woche, immer zu den gleichen Uhrzeiten, immer zu den gleichen Tagen. Und du, bei dir sind es, glaube ich, schon 4 Jahre, oder? Oder 3 Jahre? 3,5 ungefähr. So, und damit sind wir sehr, sehr zuverlässige Influencer. Wir reagieren sehr, sehr oft auf Feedbacks, auf Nachrichten. Und gerade wenn es so um Bestellungen geht, wenn ich mal eine Nachricht kriege, Mensch, denn hier hat was nicht geklappt. Wir sind halt immer da und helfen. Und ich habe halt einfach die Angst, dass durch eine gewisse Unzufriedenheit man genau das kaputt macht auf Dauer. Dass genau dann irgendwann Maxim und ich sagen, wir vergrößern den Abstand, was wir überhaupt gar nicht wollen. Aber irgendwann muss man sich halt einfach auch selbst schützen. Und deswegen einfach nur hier der Aufruf an alle Nörgler da draußen, fasst euch einfach mal an die eigene Nase und guckt, seid ihr fehlerfrei? Und wenn ihr wirklich fehlerfrei seid, dann dürft ihr über mich urteilen, wenn ich in die Autowaschanlage fahre. Und Freunde, das Auto war wirklich zugekackt. Das war's wirklich. Du hast es gesehen. Die Vögel haben da im Baum so eine Corona-Party gefeiert. Das war unglaublich, was sie da gemacht haben. Ja. Das Auto hatte einen komplett neuen Anstrich. Ja, also es ist alles... Wir haben für alles Verständnis. Und wir nehmen es jetzt einfach erstmal so hin. Wir können halt immer nur appellieren und sagen, hey Freunde, wirklich... Wir freuen uns über jeden Beitrag, der uns auch Freude macht und auch vielleicht mal, der uns nicht Freude macht, aber... Nee, ich mich nicht. Diese Mentalität, diese Wutmentalität, ich gehe doch auch nicht zu irgendjemandem auf der Straße und sage, du bist scheiße.
Und das wünsche ich mir, dass das... Manchmal würde ich es gerne. Ja, aber du tust es trotzdem nicht. Aber ich denke es. Ja, und das ist das Wichtige. Und dann suche ich ihn bei Instagram und schreibe ihm das. Also, ich wünsche mir für dieses Jahr und fürs nächste, dass wir alle wieder so ein bisschen... zufriedener sind. Ja, auch untereinander einfach zufriedener sind. Und sagen, ja, hey, okay, du machst was falsch, ich mach auch was falsch. Wenn es nicht gerade etwas ist, wofür man gecancelt werden sollte, dann... Okay. Ja, und ganz, ganz wichtig, was ich doch zum Abschluss sagen möchte, wenn sich jetzt ein Zuschauer angesprochen fühlt oder mehrere Zuschauer, die mir eine freundliche Nachricht geschrieben haben, die meinen wir gar nicht. Also wir meinen gar nicht die Zuschauer, die etwas wahrnehmen und das einfach äußern und vielleicht noch nicht mal mit einer Antwort rechnen. Das kann ja auch sein, das meinen wir gar nicht. Wir meinen wirklich Leute, die vorwurfsvoll, angriffslustig Nachrichten formulieren und diese dann direkt an uns richten und dann vielleicht noch eine Beleidigung da ist. Ganz, ganz wichtig, diese Zuschauer meinen wir und nicht Zuschauer, die eine freundliche Bemerkung geben wollen. Leute, die mit der Prämisse eine Nachricht senden, ich will eine Reaktion von ihm, weil ihm die Nachricht, die ich ihm schicken werde, ihm nicht gefallen wird. Genau. So, und das ist halt, das ist so Quatsch, das ist Zeitverschwendung. Genau. Das wird Zeitverschwendung, weil wir reagieren darauf nicht mehr. Nö. Das... Und wenn, Tatsache ist es auch so, dass ich mir angewöhnt habe, Zuschauer, die mich wirklich attackieren, auch in die Nachrichtenanfragen zurückzuschieben. Weil es gibt ganz, ganz viele Zuschauer, die wollen auch ganz gern mal die eine oder andere Nachricht mit uns geschrieben haben, die aber auch ganz, ganz freundlich sind und für diese, die gehen dann vielleicht unter und deshalb habe ich mir angewöhnt, diese Hassnachrichten einfach zurückzuschreiben. Ich habe mir auch schon erlaubt, Zuschauer zu blocken bei Instagram. Hast du auch schon gemacht. Und da stehe ich auch zu, weil es ist, du hast es mal so schön formuliert, YouTube oder Instagram sind unsere Wohnzimmer, unsere Küchen und da entscheiden wir halt, wer reinkommt. Und wenn ich halt merke, dass jemand hier sich die Schuhe nicht auszieht, die ganze Zeit mir in die Ecke pullert, dann kriegt der Hausverbot. So einfach ist das. Und da habe ich auch gar kein Problem mit. Da stehe ich ganz, ganz selbstbewusst zu. Ansonsten sind wir aber sehr glücklich. Wenn man uns in die Ecke pullert, ja, bin ich nicht glücklich. Nein, alles wunderbar, Freunde. Aber es ist ja immer wichtig und ihr kennt das von uns. Uns ist wichtig, dass wir mit euch einfach reden. Wir müssten es mal jetzt gesagt haben. Wir haben es jetzt lange uns angeschaut und jetzt mussten wir da mal was zu sagen. Auf der anderen Seite habe ich gestern zum Beispiel wieder was so Tolles gehabt. Ich hatte ein Q&A gemacht. Für Mozzarella? Ein Q&A gemacht auf Instagram und hatte dann eine ganz liebe Zuschauerin hatte geschrieben, ja, ob ich mir denn vorstellen könnte, dass zum Beispiel ein paar Jungs und Mädels aus der Community Models für meine Make-up-Linie werden können. Darf ich das auch? Ich bin ein Unterwäschemodel. Absolut. Lass du ihn mal. Absolut. Sollen Sie das? Ich habe so viele Nachrichten von ganz, ganz vielen tollen Mädels und Jungs bekommen. Hey, ich würde das so gerne machen. Und da freue ich mich ganz doll drauf. Und sobald es so ist, wie süßen Mäuse. Schreibe ich euch. Kann ich auch Models für meine Bücher haben? Aber was sollen die dann so? Weiß ich nicht, aber alle müssen nackt sein, das ist wichtig. Freunde, schön, dass ihr heute da wart. Wenn du so nah die Kamera gehst, sieht das nicht so gut aus und dann könnte die Kamera speckig werden, Freunde. Jetzt verabschieden wir uns. Wir wünschen euch alles Gute. Passt auf euch auf. Vielen schön, Dank, dass ihr da seid. Ja, das stimmt. Außer der kleine Teil der Nörgel, die mögen wir nicht. Ihr Süßen. Aber ihr könnt euch ja nochmal verändern. Habt einen zauberhaften Sonntag. Dann wäre nämlich gar nicht mal so schlecht. Ich muss das jetzt, ich will die 20 Minuten voll kriegen. Habt einen zauberhaften Sonntag, ihr süßen Mäuse. Wir sehen uns. Alles Gute. Mittwoch wieder. Ja, am Mittwoch. Tschüss. Tschüss.